Jedenfalls, Kapitän, da es mein ausdrücklichste Vorhaben ist, nicht zu sterben, werde ich selbstverständlich auch kein Testament machen. Nun ja, man sollte vorsehen. Man kann nie wissen. Aber ihr habt recht. Vielleicht sehe ich die Sache etwas zu dunkel. So kann man es auch betrachten. Es ist hier nur ein Spaziergang durch die Niederhöhlen, um anschließend eine Dämonenarche zu bekämpfen. Was soll da schon passieren? Stichwort Niederhöhlen. Anstatt mein Testament zu machen, habe ich mich um ein paar Kleinigkeiten gekümmert, die möglicherweise dafür sorgen werden, dass ihr auch wieder aus den Niederhöhlen zurückkommt. Und Zulamin legt einen Schwung Dinge auf den Tisch. Überwiegend scheint es sich um Lederbeutel zu handeln, aber es sind auch Steine, Halsketten und verschiedene andere Sachen dabei. Und teilt die dann unter euch auf. Hier einmal für Boltax der Grüne, Diamantus der schwarze Beutel mit dem Messinganker. Abelmir, es tut mir leid, ich hatte nicht viel Zeit. Ihr könnt entweder diesen hier haben, sie zeigt dir einen ovalen, schwarzen, glänzenden Stein. Oder das hier. Es ist mir ein wenig peinlich, ich musste irgendwie an euch denken. Aber, naja, eigentlich ist das überhaupt nicht euer Stil. Also, wählt selbst. Ich finde diesen Skorpion-Anhänger wunderbar. Wo habt ihr ihn her? Vom Markt. Aber nicht von diesem merkwürdigen Händler, oder? Nein, nicht von diesem merkwürdigen Händler. Auch nicht von dem Devotionalienhändler. Ich musste sehen, ein Laden, wo es Schmuckstücke und Steine gab. Ich habe auch noch einige andere. Hier Serpentilio, die rote Kordel mit der Schlange und Raphim, der rote Lederbeutel. Faszinierend. Was ist das? Der Geruch kommt mir doch bekannt vor. Das Papier, es riecht genauso wie Rascha. Gut, dann habe ich richtig gewählt. Ich war mir nicht mehr vollkommen sicher, aber ich war der Meinung, dies sei das Parfüm, das sie bei dem Empfang in Zorgan getragen hat. Also lag ich richtig? Ja, auf den Punkt getroffen. Und ich dachte, ich könnte diesen Geruch nie wieder riechen, bis wir in Zorgan sind. Ja, natürlich fehlt noch dieser seichte Geruch von Schweiß, der sich dann in das Parfüm gemischt hat. Und so ein leichter Geruch nach Fett, abgestandenes Fett, aber ist zumindest das Parfüm. Und mit ihrer... Es riecht, als hätte sie eine persönliche Note drauf gegeben. Wie wir das hinbekommen, Zulamin? Nun, man tut, was man kann. Ich fürchte, der Geruch wird verfliegen, wenn der Beutel mit Wasser in Berührung kommt. Aber darum geht es auch nicht. Diese Dinge sind sozusagen eine Gedächtnisstütze. Denn wisst ihr, was Canicetiana gesagt hat, war gar nicht so dumm. Natürlich nicht, er sagt nie dumme Dinge. Nun ja. Die Sache ist die, es gibt eine Technik, die ich während meines Noviziats gelernt habe. Es geht dabei darum, eine besonders wundervolle Erinnerung an einen Gegenstand zu binden. Sozusagen als Gedächtnisstütze, um sie auch unter schwierigen Bedingungen sicher abrufen zu können. Ihr seht also, diese Dinge sind nicht magisch, sie sind auch nicht geweiht oder so, sondern, nun ja, sie hängen im Endeffekt von eurer Geistesstärke ab. Und ich dachte mir, das könnte euch vielleicht dabei helfen, wenn wir tatsächlich in diese Situation kommen sollten. Das heißt, ihr müsst euch einen Moment Zeit nehmen und euch intensiv mit diesem Gegenstand auseinandersetzen. Wie er sich anfühlt, mit den Dingen, die darin sind, seiner Farbe. Und so, dass ihr ihn vor eurem geistigen Auge sehen könnt.
Und dann versucht ihr ihn mit einer Erinnerung zu verknüpfen. Ich habe einige Ratschläge für euch, wenn ihr das tut. Mein erster Ratschlag ist, wählt keine Erinnerung, die benachbart zu einer schlimmen Erinnerung liegt. Ich weiß, die Versuchung ist groß. Ich habe auch viele Erinnerungen solcher Art, die ich über die meisten schätze. Momente der Ekstase, die auf tiefste Verzweiflung folgten. Aber solche Erinnerungen sind für unsere Zwecke zu instabil. Denn sie neigen dazu, im Ernstfall zu kippen. Mein zweiter Rat. Habt keine Scheu, vermeintlich banale Dinge auszuwählen. Etwas wie einen prächtigen Garten an einem sonnigen Tag, den ihr irgendwann mal besucht habt. Es ist nicht wichtig, ob es banal ist oder nicht. Wenn es euch glücklich gemacht hat, dann ist es nicht banal, sondern dann ist es eine Erinnerung, die euch retten kann. Und schließlich noch eine letzte Sache. Diese Talismane haben keine Macht. Keine echte. Wenn ihr sie also auf unserer Reise verlieren solltet, dann verzweifelt nicht. Es ist kein magisches Amulett, das ihr nicht mehr benutzen könnt, wenn ihr es verloren habt. Es ist nur ein Taschenspielertrick, der euch hilft, euch an das Licht zu erinnern, wenn alles dunkel um euch ist. Er ist nur so stark, wie ihr es seid. Und wenn ihr ihn verlieren solltet, dann versucht euch an das Gefühl zu erinnern, wie ihr ihn in der Hand hattet. Und die Erinnerung, die ihr damit verknüpft habt, wird trotzdem zu euch zurückkehren. Das ist mein Rat. Versucht es. Ja, also das, also ich habe eine Spielfigur, die steht natürlich dafür, dass ich Greifenwund immer in den Brettspielen geschlagen habe. An die Story erinnere ich mich aber anders. Ja, du bist ja nicht hier, um das zu widersprechen. Ja, ich werde ein breites Grinsen im Gesicht hier. Ihr wisst ja, immer wenn wir gespielt haben, er hat es ja sogar mit Schummeln versucht und hatte keine Chance. Ich musste an diesen Tag denken, als sich Isarun auf das Spielbrett teleportiert hat. Und die Figuren in alle Richtungen flogen. Ja, das einzige Mal, wo er nicht klar geschlagen wurde. Da das habt ihr doch ausgemacht, damit du auch noch ausnahmsweise mal gewinnst. Ja. Aber hier, was steht denn auf meiner Schriftrolle? Oh, du kennst kein Urtulamidia, oder? Entschuldige. Also, ich war auch in Tulamidia. Nein. Dann lass es mich dir kurz übersetzen. Es ist eine sehr alte Segensform in meiner Kirche. Raja, sie, er erträgt die Qual. Zauber können ihn nicht berühren. Das Feuer vermag ihn nicht zu verbrennen. Segne seinen Körper und Geist mit Unverwundbarkeit. Raja, o Herrin der Ekstase. Ich habe sie für euch aufgeschrieben. Ja, faszinierend. Aber mir, vielleicht hast du doch nicht Unrecht mit dieser Leserei. Vielleicht hat das ja doch irgendwas. Nun ja, etwas Bildung schadet nie. Ja, wenn es nur nicht so schrecklich langweilig wäre. Ich könnte euch ein paar Buchstaben des Urtulamidia ja beibringen, falls ihr das wünscht. Oh ja, bitte. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Seht ihr, ihr habt wieder einen Grund, die Hand zu überleben. Ja. Aber fangt vielleicht nicht gleich mit dieser Kalligrafie an. Sie sind recht komplex. Du siehst, es ist beinahe ein Bild. Hier, man kann die Flammen sehen. Wir nehmen erstmal die einfachen Buchstaben. Ja, Chor sei Dank, dass wir dafür Zeit finden werden. Ja, ich würde auch mal dieses Amulett jetzt um den Hals legen und diese Skorpionsfigur etwas verträumt in den Händen drehen
und mich an eine Situation in Fasar erinnern, in den Katakomben unter Fasar, wo ich einer, naja, nicht einer höheren Macht begegnet bin, aber ein Gefühl für eine höhere Macht bekommen habe. Damine ist selber überrascht, dass ihr Geschenk so gut ankommt, aber freut sich sehr. Seltsam. Serpentilio denkt auch an Fasar. Aber wesentlich höher und wesentlich bequemer an die Alachami. Ich besorgt auch ein wenig, seit ihr wieder da seid, Sulamin, keine weiteren Bedenken geäußert wurden, dass wir dieser Hexe einfach trauen, dass sie uns in die Niederhöllen bringt. Sie ist unser einziger Weg dort raus. Haben wir keine Möglichkeit, uns abzusichern. Nun, ich fürchte nicht. Es gibt zwar zauberische Mittel, um nun ja einen Weg aus den Niederlanden zu gelangen, aber mir ist dieser Kantus nicht bekannt. Nun, wenn wir zugrunde nehmen, dass eine Invokation im Grunde nur eine Herbeirufung einer beliebigen Entität aus einer fremden Sphäre ist, wäre es möglich, einen entsprechenden Beschwörungskreis vorzubereiten und jemand anderes müsste nur die Inkantation sprechen. Das Problem ist, dass uns natürlich weder der wahre Name unserer selbst vorliegen, noch jemand, der einen solchen Zauber zu wirken vermag, während wir nicht hier sind. Zudem bin ich sicher, ob es mit Drittsphäre Materie auch funktioniert. Nun, dies auch nicht, nein. Aber es wäre interessant herauszufinden. Wie ist das mit dieser Leine, an der wir uns orientieren können sollten? Können wir das oder kann das nur diese Hexe? Nun, soweit ich es verstanden habe, ist es eine, ja, nicht imaginäre, aber eine sphärische Leine. Ein dünner Silberfaden. Nun, Kraftlinien beispielsweise sind für Magiebegabte wahrnehmbar. Möglicherweise könntet ihr dieses Etwas auch wahrnehmen? Nun, ich hoffe doch, dass man dieses Silberband normal wahrnehmen kann. Wenn nicht, müssen wir auf eine Helllichtskomponente zugreifen. Aber das dürfte unser kleinstes Problem sein. Mich deucht eher das Problem, dass dort noch in den Niederhöhlen entgegen meiner Annahme doch noch Dämonen verblieben sind. Dies könnte uns etwas, nun ja, Ärgernis bereiten. Ich denke, wir werden, wenn wir hinreichend Vorkehrungen treffen, für den Zeitraum, den wir damit zurechtkommen müssen, hinreichend geschützt sein. Nun ja, wollen wir das Beste hoffen und das Schlimmste annehmen. Was sagt ihr, kommt diese verdammte... Ach. Er hat uns nicht gesagt. Ich hoffe allerdings wohl, dass wir vorher noch eine gute Nachtschlaf bekommen. Nun ja, wir sollten uns die Zeit nehmen, die wir haben, und sie genießen. Ich bin mir nicht sicher, ob Schlaf jetzt die beste Lösung ist. Hm. Aber jeder eine seine. Ich werde ein gutes Glas Raschschutzwalle aufmachen und nun probieren, den Geschmack zu genießen. Vielleicht ist es der letzte Geschmack, den ich jemals genießen werde. Das wollen wir nicht hoffen, aber lasst ihn euch schmecken. Oh ja. Ach, Serpentilio, falls wir dies wirklich überleben, dann habe ich ein, nennen wir es Präsent, aber später mehr dazu. Interessant. Wenn wir beide überleben, nicht wahr, Kapitän? Natürlich, beide. Gibt es sonst noch etwas, was wir besprechen müssen, oder will sich jeder selbst vorbereiten auf das, was kommen wird? Naja, ich wollte euch nur noch mal versichern, sollte ich dort fallen und ihr müsst mir mein Ende setzen, braucht ihr euch keine Vorwürfe machen. Und ich werde euch natürlich auch euer Ende setzen. Vielen Dank, mein Bruder. Ja. Nicht, dass ihr euch da Sorgen macht. Das ist, da werden wir uns drum kümmern.
Herz allerliebst. Ihr seid so vorausschauend und herzlichst wie immer. Naja, das, so bin ich ja auch. Ich denke, das Wahrscheinlichste an dem Ganzen ist, dass du der Einzige bist, Rafim, der da lebend rausmarschiert. Ja, das denke ich tatsächlich auch. Na, und dann gilt auch für dich. Keine Schuld der Überlebenden. Wer immer von uns heil aus den Niederhöllen zurückkehrt, ohne seine Seele verloren zu haben, der muss keine Schuldgefühle haben, dass die anderen es nicht geschafft haben. Rafim, sollte ich nicht zurückkommen und tatsächlich irgendwas erben willst, hast du meine Erlaubnis, gerne in die Heimat zurückzukehren und dir die Plantage Monterey unter den Nagel zu reißen. Besser in deinen Händen, als dass es in Assads Besitz übergeht. Ja, aber das ist doch mal ein Anfang. Abel mir, du kannst noch überbieten. Ich fürchte, ich kann nicht überbieten mit einer Plantage. Aber wer weiß, wir wollen das Beste hoffen. Ja, warum muss deine Familie auch nur verarmt sein? Nun ja, ich könnte euch lang und breit erklären, wieso, aber das führt zu nichts. Ja. Möchte jemand ein Glas Raschschutzwolle? Ich nehme gerne einen Schluck. Denke, ich werde versuchen, ein wenig Ruhe zu bekommen. Ja, Rafim, falls du was Besseres willst, wir haben noch das Fässchen Prima Feuer, das wir in Brabak gekauft haben. Nicht, dass ich dem Alkohol abgeschworen hätte, das wäre eine breite Lüge, aber ich befürchte tatsächlich, dass es nicht die Zeit dafür ist. Wenn ich jetzt wandern, komm doch vielleicht niemals wieder. Ja, aber wenn ich da unten untergehe, will ich so viele von den Bastarden mitnehmen, wie ich kann. Na dann wird vielleicht Hasswolf einen Becher mit mir teilen. Irgendwer muss ja mit mir trinken können. Oh, Rafim, ich hätte durchaus noch einen anderen Vorschlag, wie wir uns die Zeit vertreiben könnten. Jetzt macht ihr einen Mann aber neugierig. Nun ja, begleite mich. Ich habe so langsam das Gefühl, ihr wollt das wirklich überleben. Ich habe absolut die Absicht, dies zu überleben. Ja, ich sehe darin auch immer größere Vorteile. Ja, und Zulamin greift Rafims Hand und würde ihn in ihre Kajüte verschleppen. Nicht, dass er sich wehren könnte, aber er wird es auch nicht tun. Sollte diese Hexe auftauchen, klopft, bevor ihr reinkommt. Kapitän, da deren Kajüte direkt im An ist, werde ich mich hier auch erstmal verabschieden. Ich möchte mir das nicht mit anhören. Nun ja, habt euch wie gewollt. Oder ohne Meldung. Sagt er zum Kapitän. Ja, genau. Ja, kannst dann auf den Flur nach draußen treten, an Gornech vorbei, der da schon an Boltags Kajüte steht, und betrachtest dir die Fortschritte bei den Bauarbeiten unter Führung von Lahalkasch. Blickst übers Deck, der salzige Wind, der dir in die Nase weht, du kannst noch das ekelhafte Krächzen der kaputten Möwen hören, die dort irgendwo auf den triefenden Hörnern sitzen. Du kannst von hier aus sehen, dass sie wohl wurmbefallen sind, diese Möwen. Das Krächzen ist einfach krank, du hast schon viele Möwen gehört, aber so wie sie da irgendwie picken in diesem Harz, was aus den Hörnern herausfließt, widerwärtig. Du blickst zurück zu den anderen alanfanischen Schiffen, du kannst wohl erkennen, wie wohl gerade eins der Schiffe wohl abfährt, immer noch ein Blick rüber zu demjenigen Schiff, wo du mit Boltax warst, der Schild des Wiesra,
und die gescheiterten Verhandlungen. Du hast jetzt den Stahl schon an, ja, an Port Korrat verkauft, an den schwarzen General. Das ist natürlich eine gute Sache, aber wenn du ja sowieso nicht wiederkommst aus den Niederhöllen, was macht das schon? Was machen das schon? Ja, Dukaten, die du in einem plumpen und profanen Handel erwirtschaftet hast. Natürlich, wenn daraus gute Schwerter oder Speere geschmiedet werden für den Krieg, wenn du den schwarzen General unterstützen kannst, ist das eine gute Sache. Aber was ist schon Geld? Was sind schon Dukaten? Wenn du hier wieder rauskommst, blickst nochmal zurück in den Flur, wo Rafim gerade mit Sulamit verschwunden ist. Gehst noch ein paar Schritte die Planken hinauf, damit du dann das Quietschen des Bettes nicht hörst. Und ja, Rafim hat sich verändert. Du hast die Geschichten gehört, die, als er noch ein normaler Mensch war, als er noch nicht in der dämonenverseuchten Globule von Belhalha war, so sagt man, oder von Kor, irgendetwas ist dort mit ihm passiert. Und wenn du tatsächlich in die Domäne von Charybdoroth eintauchst, tief unter das Wasser, eine Dämonenarche vernichten, wie würdest du dich verändern? Du siehst unten, wenn du über die Reling blickst, die spielenden Kindern, die Halbmatrosen, Aves Seeschule, was sind sie schon wert? Natürlich, sie wollen irgendwann Matrosen werden, und wenn Palligan aufgehalten wird und die blutige See wieder gereinigt ist, dann werden viele Schiffe wieder in See stechen und jeder wird nach ihnen schreien, weil sie auf der Drachentöter gesegelt sind und weil sie unter den Besten der Besten gelernt haben, aber wenn ihr versagt, ist das alles nichts wert. Deswegen ist Versagen auch nie eine Option. Und mit diesem Gedankengut einigen moralischen Dilemmen Diamantes auf dem Deck, Arme hinter dem Rücken verschränkt, Blick über die verpestete See hier gerichtet. Und immer im Hinterkopf ist, sollte er nicht zurückkommen, dass der letzte Anblick ist, den er von der See jemals genießen werden kann. Hey, Mann! Kann ich dir helfen, Mann? Ja. Kapok. Nein. Nein, alles gut. Außer du willst noch einen guten Schluck Bremer Feuer mit mir und Haswolf trinken. Ja, Mann, immer gut. Aber wenn wir lossegeln, bist du am Steuer, ja, Mann? Kapok kann sagen, wohin, aber Kapok nicht gut am Steuer, Mann. Ja, ich werde mich in das Steuer klemmen. Nochmal mit Haswolf reden, damit wir uns abwechseln können. Bis wir in Kunchom sind, müssen wir einen neuen Steuermann. Also, sobald wir in Kunchom sind, müssen wir einen neuen Steuermann oder Steuerfrau anheuern. Aber vielleicht sind es auch Probleme, mit denen ich mich gar nicht mehr befassen muss. Mann, ich bin froh, dass wir nicht mehr durch den Sturm müssen, Mann. Das war wirklich harter Tobak, Mann. Ach, die letzte Fahrt wurde uns ja einigermaßen erspart. Obwohl, wie genau das passiert ist, uns immer noch ein Rätsel ist. Ja, Mann. Und wir trinken jetzt gut Alkohol mit Haswolf, ja, Mann? Wir haben dieses Fass extra für die uns Offiziere aufgebaut und bisher haben wir es einfach nur in der Kombüse vergessen. Also, wenn ich jetzt keinen Schluck von diesem Prima Feuer probiere, dann vielleicht nie mehr. Ja, Mann. Geh schon mal an die Kajüte von Haswolf, ich hol das Fass. Ja, du siehst, wie er an der Tür klopft. Du hast durch das Holz gedämpft ein leises Abenteuer und dann kannst du selbst nach unten gehen, in die Gänge und in die Flure, bis du dann in der Kumbüse stehst. Dort das übliche Treiben, du siehst, wie das Hühnchen El Chikoron irgendwo auf dem Tisch herumtanzt. Der Tisch selbst trieft vor Blut, irgendein Tier, was da wohl geschlachtet worden ist. Und er pickt da wohl noch irgendwie in den blutigen Spalten nach irgendwelchen Knochen. Warum auch immer ein Hühnchen so etwas machen sollte, aber die Mannschaft ist wohl guter Dinge, gut gelaunt und ja, so kannst du da alle fünf Smoothies erkennen, wie sie dort hacken und Kartoffeln schälen. Ja, in einer anderen Lage hätte Diamantis direkt nun angefangen, sich über die Umstände hier in der Büse zu beschweren, aber das geht alles an ihm vorbei. Er hat trotz des Ganzen ein Lächeln auf dem
Gesicht, Zigarre zwischen den Zähnen eingeklemmt, öffnet die Tür, zwängt sich einfach vorbei und nickt noch dem guten Seishon zu, ignoriert Answin gänzlich, denn wenn er jetzt hier irgendwo seine Zehennägel anfängt zu schneiden, dann könnte Diamantis das wohl nicht an sich vorbeigehen lassen. Und geht zu der Position, wo der kleine, wo das Fass deponiert ist und fängt an, drei Krüge damit zu füllen. Sollen wir dir helfen? Was? Nein. Nicht das, was daneben kleckert, das wollen wir ja nicht. Traut ihr mir jetzt nicht mehr zu, ein Fass einzuschlagen, oder was? Wir wollen ja nur sagen, und nicht, wenn nachher was fehlt, dass wir dann schuld sind. War noch voll als, ne? Was? Ja, natürlich, ist mir scheißegal. Hier, nehmt auch einen kleinen Schluck. Okay, gut. Ich werde nichts weiter erzählen. Ja, nach und nach treten dann die fünf heran, das lassen sich nicht zweimal sagen, und so werden dann kleine Becherchen ausgegeben, und du bekommst dann natürlich etwa einen etwas größeren, neueren Trinkschlauch, den du dann nach oben mit nehmen kannst, damit es dann eben dort oben füllen kannst in kleinere Gefäße. Ja, mit den drei Bechern in der Hand drehe ich mich um, will wieder zur Tür gehen, da fasse ich den Kopf. Fünf? Haben wir nicht noch vier? Drehe mich um und schaue mir dann nochmal die Gesichter der einzelnen Spears an. Sicher, wir haben nur vier Spears. Ja, du schaust dir die an. Bruder Galgenstein ist dabei, Sejuan selbstverständlich, Herr Hilbert, Answin und Alrik. Die fünf Smoothies, die ihr angeheuert habt. Irritiert, immer jeden ins Gesicht. Ach, Alrik, natürlich, Alrik. Ja. Ich ihm noch einmal zu. Ja, er hebt auch seinen Becher. Zum Wohl. Ja, zum Wohl. Ich mich dann immer noch irritiert. Warum? Hier im Kopf. Und verlasse die Kombüse. Ja, so das Gesicht ist auch überhaupt nicht merkwürdig. Es passt hier einfach hin. Nur die Zahl irritiert dich. Also ihr bezahlt auch, deines Wissens bezahlt ihr nur vier. Weiß jetzt auch nicht genau, warum. Ja doch, die waren schon immer da. Selchion mit seinem Hühnchen. Klar, mittlerweile weißt du, dass es nicht Selchions Hühnchen ist, sondern das von Answin, das weißt du. Und Bruder Galgenstein und Herr Hilber, die immer mit ihren ekelhaften Zehennägeln. Ja, und Alrik, der mit seinen Kartoffeln. Aber ja, ist doch gut, wenn ihr erstmal nur für vier bezahlt. Also das ist halt so ein Fehler, den muss man Abel mir nicht unbedingt melden, ne? Wenn da halt weniger bezahlt, als eigentlich da sind, dann Hauptsache die Kartoffeln werden geschält, ne? Nein, das war wahrscheinlich Effenmund, der hat da irgendeinen Fehler gemacht, nur vier eingetragen. Was, auch wenn sich da irgendwer eingeschlichen haben sollte oder nicht. Alrik sieht außerordentlich bekannt aus, also wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Zumindest gibt es viele andere Sachen, die einem momentan durch den Kopf fahren können, als ein Smoothie, der möglicherweise nicht dazugehören sollte. Richtig,